Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Im Mobilfunknetz von 1&1 gibt es weiterhin Störungen. Einige Nutzer können weder telefonieren noch auf das mobile Internet zugreifen. Laut dem Anbieter ist ein Software-Update für die Störung verantwortlich. Die Probleme sollten eigentlich im Laufe des gestrigen Tages behoben sein, doch es gehen weiterhin Beschwerden ein. Betroffen sind nur Kunden, deren Geräte auf das Kernnetz von 1&1 zugreifen. Andere Nutzer berichten ebenfalls von Fehlern bei ihrem 1&1-Internetzugang. Elon Musks KI-Startup xAI hat eine Finanzierung in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Mittel sollen genutzt werden, um erste Produkte von xAI auf den Markt zu bringen, eine fortschrittliche Infrastruktur aufzubauen und die Forschung sowie Entwicklung zukünftiger Technologien zu beschleunigen. Mit dem eingesammelten Geld steigt die Bewertung von xAI auf insgesamt 24 Milliarden Dollar. Musk plant, den weltweit größten Supercomputer zu bauen, um die nächste Version des KI-Chatbots Grok zu betreiben. Die zweite Staffel der Heizungsförderung hat begonnen. Jetzt können auch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften Anträge stellen. Die Förderung besteht aus einer Basis von 30% der förderfähigen Kosten. Dazu kommen Zuschusskomponenten wie 20% Klimageschwindigkeitsbonus, 30% Einkommensbonus, 5% Effizienzbonus und ein Emissionsminderungszuschlag von 2.500 Euro für bestimmte Biomasseanlagen. Die Zuschüsse können sich auf bis zu 70% der förderfähigen Kosten summieren. Nordkoreas Versuch, einen militärischen Aufklärungssatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, ist gescheitert. Das neu entwickelte Raketentriebwerk der Trägerrakete explodierte während des Fluges in der Luft. Die Ursache könnte ein neu entwickelter Flüssigtreibstoffraketenmotor sein. Auch andere mögliche Ursachen werden untersucht. Der Start der Rakete wurde zunächst von Japan entdeckt. In alten Messdaten der NASA-Sonde Magellan wurden Hinweise auf anhaltende vulkanische Aktivitäten auf der Venus gefunden. Forscher entdeckten Spuren von zwei weiteren Vulkanen, die Anfang der 90er ausgebrochen sein könnten. Damit wären vier Vulkane in diesem Zeitraum ausgebrochen, was die vulkanische Aktivität der Venus mit der der Erde vergleichbar macht. Diese Entdeckungen könnten wertvolle Hinweise für künftige Missionen liefern. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.